Ich mag das. Agent 2. Die Lilien singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses. Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Ich habe Agent 2 rausgefunden. Sie hat gesagt, ich solle durchs Kellerfenster einsteigen. Bla bla bla. Das wird schwer. Ich glaube, das wird echt schwer. Warte mal, durchs Fenster. Wait, an der Seite. Der ist immer noch da. Unter einem großen... Was steht da? Ich dachte, da stand großer Stein. Guck dir mal, wie groß der Stein ist. Ja, danke. Da durchs Kellerfenster müssen wir jetzt. Lass am besten offen, BJ, dass die Nazis gleich wissen, wo wir sind. Da. Meine Güte, wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pepper, du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Ruh dich erstmal aus. Es gibt Tee und Gebäck. Das ist doch ein Nazi. Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich habe dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, da ging es heiß her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Ich habe versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Da ist dein Hemd in der Truhe da drüben. Ey, wir sind hier immer noch nackt, Alter. Ich wollte es in Beecher merken, Ober, kann ich mal was anderes sagen. Nachdem es Beecher nicht gelungen ist, die Akte in Helges Büro zu finden, wachte er fast völlig unbekleidet im Gefängnis von Burg Wolfenstein auf Gutes Bustmeier. Pippa Shepard, Codename Agent 2, ist in einer Familie mit 6 Kindern aufgewachsen. Ihre Mutter war eine Einwanderin und lebte im Londoner East End. Pippas leidenschaftlicher Hass auf das Regime und ihre ausgezeichneten Sprachkenntnisse machten sie für die OSL zur perfekten Rekrutin. In kürzester Zeit stieg sie zur Leutnant auf und mittlerweile ist sie in Wolfsburg stationiert. Wo sie als Krankenschwester getarnt arbeitet. Was wollte ich denn? Zeitungsjunge wollte ich. 5 Briefe. Schockhammer ist das nächste, sagt sie mir sogar. Steam checks. Und lass deine Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Vielleicht ein Hemd. Die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Ghule. Vielleicht verdienen sie es auch nicht anders. Nein, das ist Schockhammer. Ja, unsere Raketenwerfer. Unsere Sniper. Moment, dringend ins Gasthaus ein. Also gut, Pippa hat mir einiges geflüstert. Ich soll mich als Ober verkleiden und Helga im Gasthaus von Wolfsburg Wein servieren. Ich komme durch die Küchentür rein. Mir fehlen also nur noch die passende Kleidung. Etwas vorbei. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Blasco, der macht es mit einem Finger. Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum Brunnen im Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Komm wieder, sobald du Helgas Akte hast. 9,40 Meter müssen wir schwimmen. Alter Säufer. Runde da. Erstmal in die falsche Richtung. Doch nicht. Die Scharniere funktionieren noch, wenn ich zurück bin. Waren schon 9,40 Meter? Was ist denn das da? Ist das alles Gold? Das ist gar nichts hier hinten. Moment, was war das? Okay, das haben wir schon. Ja, wir haben nur unser Rohr, ne? Muss ich gleich mal checken, ob wir echt nur unser Rohr haben.
Messer hätte man noch. Einfach mal durch den scheiß Brunnen hochklettern. Das ist noch ein Köder. Ich wäre da fast vorbeigerannt. Ich sag's euch, wie es ist, ich wäre da fast vorbeigerannt. Habt ihr gesehen, wie ich gerade geschaut habe? Also habt ihr nicht gesehen, wir haben auch kein Facecam. Aber ich habe schon echt ein bisschen blöd geglotzt. Da ist One Helmet. Sagt ihr noch Gold? Yes, Sir, ich wusste. Ich glaube nicht mal, dass wir jedes Gold überhaupt brauchen, was es hier gibt. Mhm. Schöne Stimmung haben wir hier auf jeden Fall. So, das Kapitel würde ich noch sagen machen. Hat eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candice ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. Ich wollte es noch gar nicht andrücken, aber hey. Das wird denken, wir sind gleich so nah neben der Helga dran. Alter, sind die besoffen. Alter, sind wir vor einem Nate alle down. Der kotzt gleich. Schnauze. Bin Bedienung. Hey, Oberst! Frau Oberstleutnant von Scharps ist hier. Hören Sie gut zu, Scharps. Jawohl. Spricht man das aus? Moin. Helga von Scharps. Alter, wie schauen die aus? Alter, die macht mir gerade ein bisschen Angst, ey. Helga leidet die archäologische Spezialeinheit. In jungen Jahren infizierte sie sich mit Polio, wodurch ihr linkes Bein gelähmt wurde. In ihrer Kindheit ging sie kaum vor die Tür und las Bücher über Archäologie und Okkultes. Ihr geerbter Wohlstand machte es ihr möglich, die Welt zu bereisen, Gräber auszuräumen, Artefakte zu sammeln. General Totenkopf, der schon früh ihr großes Potenzial für das Regime erkannt hatte, rekrutierte sie bei einer Flasche Wein in der Wüste vor Kairo. Ein Ding fehlt noch und Gold haben wir auch vergessen, einen Brief haben wir vergessen, vielleicht finden wir den ja. Will Ergebnisse sehen. Da ist und bisher Akte. Ist er mit ihren fort. Stilljagde? Okay, ich bin in der Höhle des Löwen, jetzt muss ich nur noch die Akte finden. Nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh, nicht zu früh, ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schrein. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal. Jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie Bock. Schon sehen. Wir haben's. Strasse. Okay, ich bin Helgas Akte. Mann, wäre das war leichter als gedacht. Muss ich nur noch hier rauskommen. Setzen Sie sich. Yes, kein Problem, Helga. Meine Freundin. Wie heißen Sie? Franz. 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 Mein Cousin heißt auch so. Das ist schön. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu.
probieren Sie den Wein für mich. Okay. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Alles klar. Ja, alles. Trinken Sie. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist, sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Oh. Kommen, Frau Oberstleutnant von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei... Oh, fuck, sorry, ich hab den ausreden lassen. Oh, erschießen Sie ihn! Das hat gerade so geruckelt, das tut mir unfassbar leid. Gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Die haben den Boden mit Dynamit gesprengt, also irgendwas wahrscheinlich mit Otto zu tun. Kapitel 6, Ruinen. Wir müssen ein schönes Loch im Finger haben. Müssen wir jetzt da schnell raus oder haben wir Zeit? Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Oh ja. Erstmal ein bisschen verarzten, alles klar. Der Boden, um eine Story aufzugreifen, wurde gesprengt. Deutlich haben wir jetzt ein kleines Erdbeben am Sack. Und hier geht gerade irgendwie die Hölle ab. Deswegen schaue ich mich um. Alter! Vielleicht zählt das mit Kopf zur Haut. Au, ja. Wir haben den Zombie-Virus. Wir haben Zombies am Start. Untote. Nennen die sie. Ich nenne die. Ich lese das mal kurz durch. Einige Regimesoldaten, die nach dem fernen Erdbeben von den Toten zurückkehrten und nur ein Ziel haben, die Lebenden zu töten. Alter, was geht ab? Alter, was geht in diesem Spiel ab? Wir haben ja nicht so viele Waffen, ne?
Gut, so schnell sind die nicht, ne? Der Kopf ist auch dann, hat hoffentlich auch gezählt, dann weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Ja. Alter. Nochmal nach Gold. Geil, Zombies schnetzeln, da habe ich ja mal Spaß. Erstmal dich. Kann man das irgendwie. Er muss einfach drauf aimen. So schwer ist das gar nicht. Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Zum Glück haben wir die Hunde davor gefickt. Ganz ehrlich, jetzt kommt Bock noch mit Hunden. Alter, Muni aber kein Gewehr. Ach, wir müssen zurück ins Haus, das mal. Da haben wir die ganze Waffe abgelegt. Die haben ja gesagt, im Gästehaus haben die benutzen keine Waffen. Das war das Erdbeben. Alter, guckt euch mal die. Schaut wie so ein Schwefeldampf. Schwefeldämpfe, irgendwas Blaues. Annette, nein, nein. Oh fuck. Ich hing auf einmal im ersten Homie vorher. Komm mal, nicht sein. Ich weiß, dass wir die Waffen brauchen. Ich weiß das.